Gut. Freut mich total bei dem schönen Wetter, je nach Interpretation. Ich finde es viel zu warm. Trotzdem so viele Gesichter bei uns begrüßen zu dürfen. Genau, heute haben wir mal wieder... Hallo? Ah, Entschuldigung. Ein Klassiker mal wieder bei uns, nämlich ein Henne-Ei-Problem. The Bytecode Chicken Egg Problem. Und freuen uns natürlich von der Firma Synix, euch hier willkommen zu halten. Und ich denke, du willst auch noch ein paar Worte sagen. Daher Mikrofon an dich. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Da muss ich gar nichts mehr machen. Kann ich mir gleich ein Bier holen hier hinten. Wunderbar. Also ich freue mich super, Ben, dass du zu uns gekommen bist aus Heidelberg und uns heute ein bisschen mehr über die neue API erzählst, die kommen wird und auch wie man sie einsetzen kann. Und an dieser Stelle auch noch vielen Dank für euch. Ihr macht das jedes Mal super, wenn wir bei Synix zu Gast sind. Kommen ja jedes Mal gerne her. Vielleicht ist der eine oder andere auch zum ersten Mal da. Dann vielleicht noch so der kleine Hinweis da. Links ist die Toilette, falls es dringend wird. Ne? Und dann haben wir, glaube ich, die Sicherheitsunterweisung gemacht. Und dann würde ich an dich übergeben, Ben. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich heute hier vortragen darf. Ich würde euch heute gerne etwas über Bytecode erzählen, und zwar über das Bytecode-Henne-Ei-Problem und warum wir bald eine neue Classfile-API haben im JDK. Bytecode kennt eigentlich jeder, ist Herzblut der JVM, ist aber immer noch irgendwie schon ein Nischenthema. Also jeder kennt es, aber sich wirklich damit intensiv beschäftigen oder auch selber Bytecode schreiben, das machen eigentlich die wenigsten, also mich inklusive. Aber trotzdem ist es essentiell zu verstehen, was genau da passiert und wie man es eben auch beeinflussen kann. In meinem Vortrag heute würde ich gerne über das Ökosystem ein bisschen sprechen. Wie ist der Status quo? Wofür wird Bytecode eingesetzt? Als nächstes dann, warum wir hier sind, das Henne-Ei-Problem. Danach möchte ich zeigen, wie es zur neuen Classfile-API gekommen ist, warum, wie sie designt ist und wie man von Classfiles die API kreiert hat. Als nächstes schauen wir uns Code an, um besser die einzelnen Features zu verstehen und auch zu vertiefen. Und zum Schluss schauen wir uns halt an, haben wir das Ziel erreicht oder hat das OpenJDK das Ziel erreicht? Wer bin ich? Mein Name ist Ben Weidig, ich programmiere seit fast 20 Jahren, 10 davon inzwischen Java, aber auch iOS, .NET und diverse andere Kleinigkeiten, wie die meisten auch. Letztes Jahr habe ich ein Buch veröffentlicht über einen funktionalen Ansatz mit Java, dank der ganzen neuen Features wie Lambdas, Immutables und so weiter. Nebenbei blogge ich auch ein bisschen und schreibe Artikel zu diversen Themen, aber der Schwerpunkt ist meistens doch Java. Ich bin auch in Open Source aktiv, hauptsächlich im Apache Tapestry-Projekt. Das ist ein komponentenbasiertes Web-Framework, das auch vom Bytecode-Henne-Ei betroffen ist. Und bin da im Projektmanagement-Committee und versuche mich aber auch in anderen Projekten zu engagieren oder veröffentliche auch mal selber kleinere Tools. Fangen wir an mit dem Bytecode-Ökosystem. Was ist eigentlich Bytecode? Bytecode ist eine Zwischenrepräsentationssprache der JVM. Weil JVM, das weiß ja wahrscheinlich jeder, eben nicht den nativen Code ausführt, sondern eben Bytecode. Das ist kein neues Konzept. Es gibt auch viele andere Sachen, die das machen. .NET, WebAssembly ist auch alles eine Zwischenrepräsentation, die von einer Runtime ausgeführt wird. Daher kommt eben auch das Write Once, Run Anywhere-Prinzip, wie das Java so bekannt wurde, weil eben, wenn etwas Bytecode spricht, JVM es ausführen kann. Bytecode lebt in Classfiles und deswegen ist es essentiell, dass man eben auch mit Classfiles arbeiten kann. Wofür wird Bytecode eingesetzt? Wie eben schon gesagt, als Compiler-Backend, jede Sprache, die Bytecode erzeugen kann, kann auf der JVM laufen. Wir haben die Klassiker wie Java, Groovy, Kotlin, aber auch eher nicht so Java-nahe Sprachen wie JRuby oder Jython, die eben dank Compilen zu Bytecode auf der JVM laufen können. Wir haben Sprachfeatures, Reflection, Lambdas, Annotation, Processing, kann auch alles auf Bytecode-Ebene passieren. Oder auch viele der dynamischen Dinge von Groovy zum Beispiel werden auch über Bytecode realisiert.
Man kann bei kurzer Compile-Zeit manipulieren, wie zum Beispiel Lombok, was hilft, sehr viel Boilerplate zu vermeiden, oder Micronaut, das Dependency Injection zur Compile-Zeit durchführt. Es gibt aber auch Runtime-Möglichkeiten, wie zum Beispiel Spring, Tapestry, Hibernate, Mockito, die Dinge tun, wie ein auch Dependency Injection, Lazy Loading, Serialisierung kann verbessert werden, indem Bytecode generiert wird, der Serialisierung durchführt, statt dass man jedes Mal zur Runtime Reflection einsetzen muss. Unser Tooling setzt es ein, wie statische Code-Analyse oder unsere IDEs. Und oftmals sind es Cross-Cutting-Concerns, die Bytecode einsetzen. Transaktionsmanagement, Logging, Security, das kann alles auf Bytecode-Ebene passieren, ohne dass wir den Code wirklich ändern müssen. Deswegen ist es auch so eine gute Sache für Legacy-Code. Wenn wir keinen Zugriff mehr auf den Quellcode haben, haben wir immer noch die Chance, den Bytecode zu manipulieren. Wie arbeiten wir mal mit Bytecode? Es gibt ein Spektrum von Libraries von Low-Level bis High-Level. Eine der bekanntesten ist wahrscheinlich ASM. Die ist sehr weit verbreitet und sehr Low-Level. JavaAssist ist etwas höher angesetzt. Man braucht nicht ganz so viel Bytecode-Knowledge, aber trotzdem sollte man sich schon mit Bytecode auskennen. Aber es gibt auch so Libraries wie ByteBuddy, die eine moderne High-Level-API haben, die eher die Entwickler ansprechen, die eben nicht so viel von Bytecode wissen und eher auf der Java-Ebene arbeiten möchten. Es gibt noch jede Menge mehr, CGLib, BCL und diverse Kleinigkeiten. Aber die, wie gesagt, ASM ist eigentlich das bekannteste und auch JavaAssist und ByteBuddy sind eher die, die man so kennt, meiner Meinung nach. Also wie man sieht, es gibt ein großes Ökosystem, das auch etabliert ist. Viele setzen die Libraries ein. Warum brauchen wir also eine neue? Nun ja, deswegen sind wir hier, wegen dem Henne-Ei-Problem. Um besser zu verstehen, woher das kommt, müssen wir einen Blick auf Java und das JDK werfen. Seit Version 9 entwickelt sich Java rasant weiter. Alle 6 Monate gibt es eine neue Version und Oracle zieht das hart durch. Alle 4 Versionen gibt es eine neue LTS-Version. Zwar warten Features nicht mehr auf LTS-Versionen, sondern Features kommen inzwischen raus, wenn sie wirklich fertig sind. Aber trotzdem bedeutet das letztendlich, wenn man ein Programm hat oder eine Library und man möchte die neueste LTS-Version unterstützen, muss man das jetzt plötzlich alle 24 Monate und nicht mehr wie früher alle x Jahre. Und es kommen immer mehr Features. Im Durchschnitt sind inzwischen 12 JEPs in einem Release. Es sind auch mehr Preview- und Incubator-Features dabei. Das bedeutet natürlich auch viel mehr Bytecode-Changes. Jede neue Version bringt auch eine neue Class-File-Version mit sich. Und jeder von uns hat sicherlich schon mal die Illegal Argument Exception Unsupported Major Class-File-Version gesehen, wenn er versucht hat, was abzudaten oder mit anderen Code zu arbeiten. Teilweise sind es neue Features, manchmal sind es aber auch einfach nur Änderungen bestehender Features. Das bedeutet aber, wenn man diese neuen Features nutzen will oder man möchte, dass Konsumenten von Libraries und Frameworks das auch benutzen können, müssen die Libraries und Frameworks updaten. Das bedeutet aber auch, dass das JDK updaten muss, denn das JDK setzt auch ASM ein. Und genau daher kommt das Henne-Ei-Problem. Es wird an einer neuen Java-Version gearbeitet. Das JDK benutzt ASM für diverse Dinge, im Compiler, in ein paar Tools, für manche Lambda-Sachen. Das bedeutet aber, ASM muss in einer fertigen Version vorliegen. Das JDK wird keine Vorab-Version von ASM benutzen. Das ist ein viel zu großes Risiko. Das Problem ist aber, dass ASM braucht ein fertiges JDK mit fertigen Bytecode-Spezifikationen für diese Version. Weil es kann auch nicht auf eine Vorab-Version von dem JDK benutzen. Wozu führt das? Das JDK für eine Version kann nur ASM aus einer Version niedriger benutzen. Und das wiederum führt dazu, dass wir eben in Java auf JVM-Features warten müssen. Der Bytecode ist schon da, der Bytecode ist spezifiziert, aber ASM kann es nicht. Also kann das JDK oder kann der Java-Compiler eigentlich seinen eigenen Bytecode nicht generieren für ein Feature. Also verzögert sich das Feature bis zur nächsten Version. Aber es gibt noch mehr Henne-Ei-Probleme. Und zwar für Frameworks und Libraries, die hinten dran sind, die nicht direkt das JDK benutzen, sondern so etwas wie ASM benutzen. Wir haben Spring, wie ich vorhin sagte, Tapestry oder Hibernate, sind auch alle davon betroffen. Viele dieser Libraries inkludieren ASM oder eine andere Classfile-Library direkt im Code.
um zu verhindern, dass eine andere Version gezogen wird, um eben sicher zu sein, dass man genau das hat, was man braucht. Manchmal gibt es auch spezifische Änderungen in den Libraries. Zum Beispiel bei Tapestry weiß ich, ist genau eine Datei an einer Stelle eine Zeile geändert von ASM, um in der eigenen File-Library, die wir darauf aufgebaut haben, ein bisschen mehr Zugriff auf etwas zu haben. Was aber gleichzeitig bedeutet, wenn es eine neue ASM-Version gibt, müssen wir da auch darauf achten. Das macht jedes Update noch komplizierter. Letztendlich heißt das, dass jede Class-File-Version ein potenzieller Roadblock wird. Framework müssen auf die Class-File-Library warten, die Class-File-Library muss auf das JDK warten und das JDK muss auf die Class-File-Library warten. Im Endeffekt sieht das dann so aus. Wir haben unsere Java-Anwendung und wir haben 4 Abhängigkeiten. Und haben 4 Abhängigkeiten. Das sind dann so große Sachen wie zum Beispiel Spring. In Wirklichkeit sieht es aber ja eher so aus mit den transitiven Dependencies. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie bei JavaScript, aber ich denke, jeder von uns hat auch schon mal die Java Dependency Hell gesehen. Jetzt kommt eine neue Java-Version raus mit einer neuen Bytecode-Version und wir wollen updaten. Alles kann updaten, bis auf eine einzige Dependency, ganz am Ende, ganz hinten, auf die wir eigentlich gar keinen Einfluss haben, weil eine andere Dependency die eine andere Dependency die eine andere Dependency zieht. Was bedeutet das zum Schluss? Es zieht sich bis vorne durch, bis zur App und wir können unsere App nicht updaten, obwohl eigentlich alle anderen auf updaten könnten auf die neue Version. Wie gehen wir also mit so einem Problem um? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am sinnvollsten ist natürlich, dass die Class-File-Library irgendwie darin involviert ist, weil das ist letztendlich der Knackpunkt, um den es sich gerade dreht. Option 1, so der Status quo mehr oder weniger, wir schlagen fehl. Unsupported Class-File-Major-Version-Exception. Class-File-Versionen sind backwards-kompatibel, aber nicht garantiert forward-kompatibel. Deswegen verweigern die meisten Tools, wenn sie eine neue Class-File-Version sehen, damit zu arbeiten. Wir können nicht einfach ein Risiko eingehen, aber das bedeutet gleichzeitig auch, dass wir auf einem Framework hängen bleiben. Wir als Developer können nicht updaten und man weiß sicherlich von diversen Firmen, die immer noch auf Java 8 hängen, aus diversen Gründen zum Beispiel. Option 2. Volles Risiko. Wir lesen die neuen Files ein und schauen mal, dass nichts passiert. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, würde das auch funktionieren. Aber das ist ja auch kein Ansatz, dass man einfach schaut, hoffentlich wird er keinen neuen Bytecode benutzen oder ein neues Feature und dann explodiert es einfach. Also, die interessante Option Nummer 3, weswegen wir hier sind, eine neue Class-File-API, die immer aktuell ist und direkt von der Quelle kommt, nämlich vom JDK, die auch den Bytecode spezifizieren. Wenn ein neues Java-Release rauskommt, ist auch die API direkt aktuell und kann den aktuellen Bytecode einlesen. Schauen wir uns an, wie wir dazu gekommen sind, aber fragen wir uns vorher doch noch mal ein bisschen, warum. Warum noch eine? Es gibt doch schon ein großes Ökosystem von etablierten Lösungen. Das Problem dabei ist, dass aber viele sind einfach entstanden aus einem spezifischen Problem, das existiert hat. Viele APIs, also das geht mir genauso, wenn ich ein Problem habe und versuche es zu lösen, löse ich dieses Problem und denke nicht unbedingt immer daran, wie kann ich eine generische Lösung dafür schaffen. Und auch bei vielen dieser Libraries ist das so entstanden. Man hatte ASM als Low-Level und ich bin mir sicher, als ByteBuddy entwickelt wurde, war einer der Punkte, es ist viel zu kompliziert zu benutzen, wir brauchen etwas High-Leveliges, was angenehmer ist. Darum hat sich das OpenJDK-Team gedacht, wir designen explizit eine neue API. Der Vorteil davon ist, sie kann sich mit den Specs zusammenentwickeln und und eliminiert dadurch die Verzögerung zwischen Bytecode und Sprachfeatures. Und wie Brian Goetz in seinem Talk gesagt hat, weil wir es können. Er hat das, wie gesagt, ein bisschen im Scherz gesagt und das OpenJDK-Team versucht oft, nicht nur ein Problem zu lösen, sondern das Umfeld, in dem dieses Problem entstanden ist. Das sieht man bei sehr vielen Features in letzter Zeit, wie Project Loom oder warum Valhalla so lange dauert. Viele der Probleme, die das OpenJDK-Team lösen könnte, könnte es einfacher lösen, indem es einfach es von der Konkurrenz kopiert, wie die es gemacht haben. Aber das ist einfach nicht so, wie sie das gerne machen. Das hat natürlich den Nachteil, dass alles etwas länger dauert, bis es fertig wird. Aber ich finde, dass es trotzdem dann das Ergebnis meistens
viel breiter aufgestellt ist und mehr Probleme löst. Und so haben sie sich eben halt hier gedacht, dass sie statt spezifisch das eine Problem zu lösen, eine breitere API aufstellen, mit der man eben Bytecode bearbeiten kann. Sie haben sich gefragt, wie könnte man so eine API designen? Eine Möglichkeit ist, den Status Quo zu assimilieren. Es hat super geklappt für die Date und Time API und YodaTime. Vorher hatten wir nur Java Util Date, alle haben YodaTime benutzt und inzwischen gibt es die Date und Time API. Wenn man so einen Ansatz aber macht, welche soll man nehmen? Das JDK allein setzt mindestens 3 verschiedene Bytecode-Libraries ein. Aber ASM ist ein sehr guter Kandidat, weil das im Compiler benutzt wird. Es ist sehr low-levelig, das heißt, es müsste alles können, ist weit verbreitet. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Was ist ASM? ASM ist, wie gesagt, weit verbreitet, ist low-levelig. Das ist schon mal gut. Es ist extrem mächtig, hat aber auch sehr viele Designkompromisse. Aber man muss auch drüber nachdenken, es ist jetzt 22 Jahre alt und hat mit Java 1.2 angefangen. Natürlich sind da gewisse Kompromisse notwendig gewesen, wie zum Beispiel Performance über Benutzerfreundlichkeit. Wer schon mal mit ASM gearbeitet hat, weiß sicherlich, dass das nicht unbedingt die tollste API ist, um damit zu arbeiten. Aber in 22 Jahren hat sich halt sehr viel getan. Java ist nicht mehr die gleiche Sprache. ASM, die API, fühlt sich fast altbacken an im Vergleich zu dem modernen Java, was wir inzwischen haben. Gerade in den letzten 5, 6 Versionen hat sich so viel getan, meiner Meinung nach, in Java, was dass Java fast eine komplett neue Sprache ist in vielen Bereichen. Wir haben Lambdas, wir haben Pattern Matching, wir haben Switch Expressions, Sealed Types. Also es entwickelt sich, wie gesagt, auch alle 6 Monate weiter, indem neue JEPs released werden. Aber fangen wir trotzdem mal an, uns ASM anzuschauen mit einem einfachen Beispiel. Wir haben hier eine einfache Methode, foobar. Sie nimmt einen Boolean entgegen und ein Integer-Value. Wenn die Condition zutrifft, callen wir die Methode foo, ansonsten callen wir die Methode bar. Ganz normaler Code, wie wir ihn jeden Tag schreiben. Wie würde das jetzt aussehen, wenn wir das mit dem Visitor-Pattern und ASM implementieren? Wir fangen an, wir machen einen Class-Writer, das ist jetzt nicht so unbedingt wichtig, aber wir nehmen diesen Class-Writer, besuchen eine Methode namens foobar mit der Methodensignatur ZEV, das bedeutet Boolean, Integer und Void als Rückgabewert. Das muss man wieder Bytecode für kennen, um zu wissen, warum das so ist, und fangen an, den Code zu besuchen, um die Methode zu implementieren. Dann laden wir mit iLoad den Parameter in Index 1 auf den Stack. Wir fangen ein Label für den Else-Block an. Ein Label ist wie ein Go-To, also im Bytecode sind die Instruktionen ja alle untereinander, sodass man die ganze Zeit hin und her springt. Und dann vergleichen wir mit if den aktuellen Wert auf den Stack gegen 0 und wenn das zutrifft, springen wir zum Else. Bytecode if equal vergleicht gegen 0. Deswegen müssen wir hier erstmal den Else-Fall abfangen. Wenn wir nicht weggesprungen sind zum Else, kommen wir zum if. Wir laden Parameter Index 0, das ist this. Parameter 2, das ist der Integer Value. Invoke virtual, wir callen die Methode foo mit dieser Methodensignatur. Dann brauchen wir ein Label, um wegzuspringen, weil wir sind ja fertig mit der Methode. Deswegen machen wir mit goTo einen conditionless jump zum Return Label, das noch nicht definiert ist. Oder das noch nicht implementiert ist, definiert sie. Jetzt machen wir eigentlich erst den Else-Block. Wir laden wieder this, wir laden das Argument und wir invoken bar. Und zum Schluss machen wir noch das Return-Label, machen Return und sind fertig. Super easy und einfach zu verstehen für so eine komplizierte Methode, die wir gerade implementiert haben. Deswegen ist eigentlich auch schon offensichtlich, was die Probleme oder Nachteile von ASM und dem Visitor-Pattern sind. Es ist verdammt komplex und es braucht verdammt viel Boilerplate und auch extrem viel Bytecode-Wissen, wie zum Beispiel Klammer auf, ZI, Klammer zu, V. Man muss wissen, warum das so ist. Und wenn man gerade von Java kommt, kann das manchmal schon eher verwirrend sein. Ich zum Beispiel fand, als ich durch die Beispiele durchgearbeitet habe, warum muss ich mit dem Else-Block anfangen? Warum vergleicht if equal gegen 0? Zeitgleich sind die Visitor auch sehr eng an die Elemente gebunden, über die sie bearbeiten. Sie brauchen sehr viele Infos dazu.
Das bedeutet wieder gleich, dass alles ein bisschen fragil und inflexibel ist. Wenn man ein neues Feature integrieren will, muss man mehrere Visitor anfassen. Und das ist einfach etwas komplizierter, als wenn man einfach nur ein neues Feature an einer Stelle einfügen müsste. Und wir haben eine sehr explizite Reihenfolge, in der wir mit der Navigation drüber gehen. Klar, der Code muss in der richtigen Reihenfolge sein, aber trotzdem, die Visitor laufen auch über alles drüber, was auch wieder Performance-Probleme bedeuten kann, weil wir eben über ein gesamtes Class-File laufen. Deswegen hat Brian Goetz letztes Jahr auf dem JVM Language Summit Folgendes gesagt: We can design a better API because we have a better language now. Und deswegen haben sie sich gesagt, sie brauchen für eine neue API einen wirklich modernen Ansatz. Was sind Designziele von so einer modernen API? Benutzerfreundlichkeit. Also jedes Feature, was in den letzten Jahren rausgekommen ist in Java, legt sehr viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit. Das heißt natürlich, genau. Das bedeutet, dass es einfach zu lernen ist, dass es ausdrucksstark ist, dass es flexibel ist und vor allem, dass es auch sicher ist. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass wir keine Performance brauchen. Gute Performance ist wichtig, aber es darf nicht jede einzelne Entscheidung in einer API beeinflussen. Wir brauchen auch eine moderne und solide Grundlage, auf der wir aufbauen können. Und das haben wir inzwischen in Java. Wir haben Lambdas. Wir haben mehr oder weniger Immutability mit Records. Wir haben Sealed Types. Wir haben Pattern Matching. Generell haben sie sich für das Model-Driven Design entschieden, wo wir ein bisschen gleich mehr dazu hören werden, was die Classfiles als Grundlage nimmt, als Modell, um daraufhin die API zu designen. Schauen wir uns dafür Classfiles mal ein bisschen genauer an. Was sind Classfiles? Classfiles sind strongly typed trees. Es ist wohl definierter Baum aus diversen Dingen, die alle sehr gut spezifiziert sind im JVMS Kapitel 4. Deswegen kann auch jeder, der im Endeffekt Classfiles oder Bytecode generieren kann, auch auf der JVM laufen, weil es eben so gut spezifiziert ist. Classfiles ist eine Kapselung von Bytecode und Metadaten. Im Endeffekt ist es der Blueprint für die JVM, um den Code zu verstehen und ihn ausführen zu können. Gleichzeitig ist es aber auch sehr modular und erweiterbar. Es ist wohl definiert, es muss eine gewisse Struktur haben, aber sie haben es vom Design so hinbekommen, dass die Kernstruktur nicht wirklich aufgebrochen werden muss, nur um ein neues Feature einzubauen. Wie kommen wir jetzt also von einem Data Model dazu, eine API zu designen? Das Classfile-Format gibt vor, wie die API auszusehen hat. Wir brauchen ein kreatives Model. Das Model ist die absolute Grundlage. Das Model beschreibt jedes Element in einem Classfile und dort sollte auch die Komplexität sein. Weil der Vorteil davon ist, dass wir eben eine unkreative, abgeleitete API davon haben können. Weil wenn die API benutzerfreundlich sein soll, darf nicht sich jeder Teil anders verhalten. Es sollte alle Fälle möglichst unter einen Hut bekommen. Das generelle Konzept der API läuft auf Folgendes hinaus. Wir fangen an mit dem Model, was jeder Teil vom Classfile ist, hat ein eigenes Model. Und das Model beschreibt Elemente. Komplexere Elemente sind Compound-Elemente, die aus mehreren bestehen können, die man entweder einzeln betrachten kann oder halt eben auch als Ganze. Das ist im Endeffekt der Lesevorgang von, wie lese ich ein Classfile? Ich habe ein Model, das die Elemente beschreibt. Das Lesen kann darin sequenziell erfolgen, man kann drüber iterieren oder man kann sagen, ich hätte gerne die Methoden, ich hätte gerne den Constant Pool, also Random Access. Die Elemente sind der Punkt, wo das Transforming stattfindet. Dort werden neue Sachen erzeugt und werden vorhandene Sachen bearbeitet. Und zum Schluss, wofür sie sich entschieden haben im Gegensatz zum Visitor Pattern, fließen die Elemente in einen Builder, um geschrieben zu werden. Warum Bilder? Nun ja, das Bilder-Pattern vereinfacht das Erzeugen von komplexen Objekten und ist meiner Meinung nach auch einfacher zu handhaben als das Visitor-Pattern. Es ist sehr benutzerfreundlich und es hat eine On-Demand-Fluent-API. Die Fluent-API ist schön,
Und das On-Demand bedeutet, dass im Endeffekt im Vergleich zum Visitor-Pattern, wo zum Beispiel alle Elemente gevisitet werden, dass man da etwas präziser Teile benutzen kann, indem man eben nur die Build-Methoden nutzt. Es ist auch einfacher erweiterbar, weil die Erstellung und die Struktur getrennt sind. Die schrittweise Konstruktion kann man einfach einfacher erweitern, als jetzt im Vergleich zum Visitor-Pattern. Und eine Sache, die ich das Bilder-Bilder-Pattern nenne, sind Bildermethoden, die spezifischere Bilder in Form von Lambdas akzeptieren. Das werden wir gleich sehen, wie das aussieht. So, jetzt schauen wir, wie wir vom Data Model eigentlich zur API kommen. Ganz oben ist das Interface Class Model, welches ein Compound-Element von Class-Elementen ist. Dort ist auch das Lesen angesiedelt. Es gibt einen Iterator für sequenziellen Zugriff, aber auch Random Access direkt über diverse Methoden. Das Compound-Element beinhaltet die Class-File-Elemente und wie man an den Sealed-Types sieht, sind da auch ein paar erlaubt. Ist eben klar, was Sealed-Types sind? Soll ich es erklären? Okay, also Sealed-Types bedeuten, dass man einem Interface vorschreiben kann, welche anderen Typen es implementieren dürfen. Das klingt jetzt erstmal komisch, weil warum soll ich am Interface der Abstraktion vorschreiben, dass es nur die Typen geben darf? Der Vorteil davon ist aber, dass der Compiler weiß, welche Typen es gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Pattern Matching mit Switch macht und den Typen, braucht man keinen Default Case, weil, wenn man alle abgehandelt hat, weiß der Compiler, es kann keinen anderen Typ geben. Wenn ein anderer Typ versucht, ein Interface zu implementieren, das versiegelt ist, meckert er, wenn nicht explizit permitted ist, dass dieser Typ auch dieses Interface implementieren darf. Das Class-File-Element beschreibt, sind die einzelnen Elemente im Class-File und genau, die verschiedenen Elemente, Class-Element, Code-Element, Field-Element, Method-Element. Und das Class-Element ist das größte von allen. Es hat 31 Sealed-Types. Also es beschreibt wirklich extrem viel. Das ist das, was mit dem kreativen Model, dass daher die Komplexität kommt, aber letztendlich trotzdem alles die gleiche Abstraktion ist, auch wenn es eigentlich 31 Typen repräsentiert. Das ist leider wirklich etwas kompliziert und eigentlich riesengroßer Baum und ich könnte wahrscheinlich eine halbe Stunde allein über die verschiedenen Typen, wer, wo, wann, wie, was benutzt, reden. Aber ich wollte es trotzdem grob mal vorstellen. Dazu kommen natürlich noch die Bilder. Wir haben den Class-File-Builder als oberstes Element. Und das Interessante, es ist ein Consumer von seinen Elementen. Danach kommt der Class-Builder, der ein Class-File-Builder ist von Class-Elementen mit Class-Builder. Und der hat eben auch die Bilder-Bilder-Methoden, von denen ich gesprochen habe. So wie wir bei ASM mit einer Methode besucht haben, können wir hier sagen, with method oder with field. Und diese akzeptieren wiederum einen Lambda als Bilder. Einen spezifischeren Bilder. Das heißt, unser Class-Builder in der Methode möchte einen Method-Builder haben, mit dem wir dann die Methode bauen können. Und genau dieses Konzept zieht sich durch die gesamte API durch. Das bedeutet, wir haben eine gleichförmige Vorgehensweise für alle Workflows und alle Klassenbestandteile. Lesen, schreiben, transformieren, mit den einzelnen Elementen arbeiten. Alles verhält sich gleich, ist ausdrucksstark und kann dank Lambdas auch sehr gut composed werden, wiederverwendet werden und gut zusammengebaut werden. So, jetzt schauen wir uns ein bisschen an, wie wir den Code da auch benutzen. Schauen wir uns nochmal an, wie das mit ASM aussah. Ja, schon sehr viel Code. Hallo? Wie würden wir das jetzt mit dem Bilder-Bilder-Pattern implementieren? Statt einem Class-Writer fangen wir mit einem Class-Builder an. Statt eine Methode zu besuchen, sagen wir, wir hätten gerne eine Methode. Sie soll fubar heißen. Sie hat die Definition void return type, boolean und int als eingehende Parameter. Sie hat ein paar flex und sie akzeptiert ein Lambda, den Builder, der wieder ein Consumer ist. In diesem Method Builder, dem sagen wir, wir würden gerne Code implementieren. Und der akzeptiert wiederum ein Lambda mit einem Code Builder.
Und in diesem Codebuilder implementieren jetzt wir unseren eigentlichen Code. Wir fragen unseren Codebuilder nach den Labels und dann fangen wir an, am Codebuilder unsere Sachen aufzurufen. iLoad, if equal und so weiter. Und das sieht alles im Endeffekt genau, fast genauso aus wie vorher, nur dass es jetzt Builder-Pattern ist statt Visitor-Pattern. Was aber vielleicht auffällt, dass wir jetzt plötzlich keine Strings mehr haben. Vorher hatten wir hier Klammer auf, ZI, Klammer zu, V. Jetzt steht hier plötzlich Method Type Desk of. Und nach unten ist eine Klassenbeschreibung und die Parametertypen. Das kommt aus dem neuen Paket Java Lang Constant. Weil das ist, was sie auch versuchen, die API sicherer zu machen und einfacher zu benutzen, indem man weggeht von diesem Stringly Typed. Man kann zwar alles per Strings definieren, aber Strings sind natürlich fehleranfälliger, als wenn ich Strong-Typed Objekte habe zum Hantieren. Und in diesem Paket sind nominale Beschreibungen für Klassen, Methodentypen, Signaturen, Konstanten und alles Mögliche. Da kann man im Endeffekt, was vorher Strings war, Strong-Typed durch Objekte repräsentieren, diese wiederverwenden und so weiter. Genau, sie sind Strong-Typed und nicht mehr Stringly-Typed. Und das Beste ist, es gibt jede Menge schon zum Benutzen. In der Klasse ConstantDesk gibt es jede Menge Statics für Primitive Types, Box Types, Throwable. Wir haben Konstanten für Null, True und False, 15 weitere für Method Handles. Und ich bin mir sicher, dass das OpenJDK-Team mehr hinzufügen wird, wenn es merkt, dass das einfach Dinge sind, die man einfach mehr benutzt. Weil es ergibt wenig Sinn, dass jeder von uns Int, Void, System und so weiter immer selber als Konstante festlegt, wenn eigentlich in der API überall benutzt wird. Der moderne Ansatz zum Builder-Pattern bedeutet also das Builder-Builder-Pattern. Man hat nicht einfach stumpf das Visitor-Pattern durch das Builder-Pattern ersetzt, sondern hat sich Gedanken gemacht, wie kann man das Builder-Pattern mit den modernen Tools, die Java zur Verfügung stehen, besser machen. Eben indem man Builder und Lambdas kombiniert, um eben sehr viel spezifische Bilder zu machen. Das bedeutet, man hat die Kontrolle umgedreht. Statt dass ich am Builder Methoden aufrufe, die Dinge tun, die der Builder dann vielleicht speichern muss bis zum eigentlichen Bildprozess, kann ich ihm ein Lambda in die Hand drücken, mit dem er arbeiten kann. Das bedeutet, ich kann das Lambda auch wiederverwenden. Das bedeutet, das Lambda kann hinter den Kulissen optimiert werden mit diversen Dingen. Aber trotzdem ist es immer noch sehr Bytecode-lastig gewesen, das Beispiel eben. Wie wäre es, wenn wir einfach noch mehr Lambdas benutzen? Immer noch voller Bytecode. Wir haben immer noch die invertierte if-Logik, die mich persönlich am Anfang sehr verwirrt hat, weil ich erst, warum muss ich erstmal über das else nachdenken, dann im if und dann wieder zum else? Wieso machen wir nicht das? Wieso geben wir unserem Builder keine if-then-else-Methode, das zwei Lambdas entgegennimmt? Ein if-Branch, der dann genau das gleiche vorher macht, und ein else-Branch, der den else-Teil macht. Das ist meiner Meinung nach eine enorme Verbesserung, weil die Reihenfolge ist korrekt. Es ist so, wie man als Java-Entwickler dann denken würde. Ich habe ein if-then-else und nicht ein else-if, else und wie auch immer. Man hat keine Jumps mehr. Man braucht nicht die Labels selbst definieren. Es ist weiter weg vom Bytecode, aber es ist näher dran, wie man über den Code nachdenken würde. Und dadurch, dass jetzt auch die Branches Lambdas sind, kann ich den wiederverwenden. Ich kann meine Libraries aus Dingen machen, die ich da benutze, kann sie wiederverwenden. Es ist ausdrucksstärker, aber wir haben hier immer noch ein bisschen Magic. Die 1, die 0, die 2, die 0 und die 2. Wie ich vorhin gesagt habe, die 0 ist this, 1 ist der erste Parameter, 2 ist der zweite Parameter. Ja, fast. Das Problem ist, wie Variablen von Bytecode oder von der JVM gemanagt werden. Es ist ein Index-Value-Store. Bei dem 0 ist immer this, der Empfänger, und die Slots sind 32 Bits groß für die Argumente. Und genau da haben wir das Problem. Long und Double sind nicht 32 Bit groß, sondern 64. Das bedeutet, wenn wir eine Methode haben, die ein Integer und ein Long und ein Float entgegennehmen, ist der dritte Parameter nicht Index 3, sondern Index 4. Das ist natürlich super. In Kombination mit, wir beschreiben unsere Methode, was rein und raus geht mit Strings, perfekte Kombination. Darum könnten wir, wäre es doch eigentlich viel besser, wenn jemand fragen könnten, der sich damit auskennt.
Und zwar der Code Builder. Der Code Builder wurde erzeugt vom Method Builder, der die Signatur kennt. Also warum fragen wir nicht einfach ihn? Er hat eher Ahnung, was der erste, zweite, dritte, vierte Parameter ist. Wie sieht das jetzt aus im Code? Wir haben unsere Magic Numbers und wir haben plötzlich Dinge, die korrekter sind. Wir laden unseren Parameter aus Slot 0, dem ersten, 0-Index. Wir laden this auf den Stack mit dem Receiver-Slot. Dadurch ist es jetzt nicht mehr der Slot-Index, sondern wirklich der Parameter-Index. Das ist auch wieder näher dran am allgemeinen Code-Verständnis, weil es ist der erste Parameter, zweite Parameter, dritte Parameter und nicht der vielleicht im vierten Slot-Parameter. Es ist wieder weiter weg von der Bytecode-Realität, aber von der Benutzerfreundlichkeit ist das klar ein Gewinn. Also meiner Meinung nach ist diese Kombination aus dem Builder-Builder und der Konstanten-API ist ein Supermatch, weil eben man hat die Strings entfernt und man hat sehr spezifische Bilder, die wiederverwendbar sind. Es ist sehr ausdrucksstark und es ist weniger fehleranfällig, weil ich weiß es, dass ich ein if-then-else implementieren kann mit if-then-else und nicht mit einem if-equal etc. und conditionless jump zum Schluss. Und es ist mehr oder weniger effizient. Dazu komme ich aber später noch ein bisschen. Also, sie haben sich, wie gesagt, das Ziel gesetzt, gute Performance zu haben, aber nicht Performance alles dominieren zu lassen. Sie machen extrem viel hintenrum, um das Ganze effizient zu bekommen. Und ihrer Meinung nach ist es effizient genug. Deswegen glaube ich Ihnen das jetzt mal. Aber das muss ich halt wirklich auch noch zeigen. Und Lambdas haben, wie gesagt, auch den Vorteil, dass man sie halt einfach wiederverwenden kann. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Wie bearbeiten wir eine Klasse? Schauen wir uns an, wie wir aus einer Klasse alle Methoden entfernen, die mit dem Wort Debug anfangen. Zuallererst müssen wir ein Class-File machen und das Model aus einem Pfad zum Beispiel laden. Laden wir direkt das Class-File. An dem Class-File gibt es eine Build-Methode, dem wir vom Model das Symbol geben müssen und wir bekommen dann einen Class-Builder, mit dem wir arbeiten können. Und zum Schluss kommen Bytes raus mit dem neuen Class-File. Das Class-Model können wir fragen nach allen Elementen und können drüber iterieren. Und jetzt benutzen wir Pattern-Matching, um die richtige Stelle zu finden. Wenn unser Klassenelement ein Methoden-Model ist und der Methoden-Model der Name mit Debug anfängt, dann machen wir nichts. Wir machen einfach weiter. Wenn wir das nicht gemacht haben, geben wir das Klassenelement zurück an den Builder. Wie vorhin gesagt, Elemente fließen zurück in den Builder, um geschrieben zu werden. Das heißt, wenn der Builder das Element nicht wieder bekommt, modifiziert oder nicht modifiziert, dann ist es weg. An sich sehr hübsch. Das Problem ist nur, wie sieht es aus, wenn wir jetzt etwas tiefer gehen wollen? Dann haben wir ein Problem. Weil dann passt mein Code nicht mehr auf meine Folie. Hier zum Beispiel über das Class Model, Method Model, vom Method Model zum Code Model. Wir gehen rüber, schauen Invoke Instruction an, machen Dinge. Also wenn man wirklich tief in eine Klasse rein will, ist das ja nicht hübsch. Man muss alle Elemente exploden, man hat sehr viel Boilerplate, sehr viel Repetition. Da kann man auch beim Visitor Pattern was bleiben. Aber was gibt es stattdessen? Selektive Code-Transformation. Dafür schauen wir nochmal auf das generelle Modell zurück, weil letztendlich, was wir jetzt gesehen haben, war nämlich das Reading, Transforming und Writing, aber letztendlich interessiert uns doch eigentlich nur das Element, das wir transformieren wollen. Das viele außenrum, wie ich das Element finde, ist eigentlich vernachlässigbar. Deswegen schauen wir uns an, wie wir das Debug eigentlich entfernt haben. Das war der Code, um das Debug zu entfernen. Wir mussten über die Klassenelemente loopen, wir mussten ein Pattern-Matching machen, mussten entscheiden, ob wir was tun oder nicht und mussten eben zurück zum Builder. Das konnten wir dann weitergeben. Wenn wir jetzt aber einen Class-Transform daraus machen, haben wir plötzlich kein Looping mehr, weil wir transformieren eine Klasse oder die Elemente einer Klasse. Das Looping kann der Builder doch selber machen.
oder das Class-File Transform. Das brauchen wir ja nicht. Das ist ja klar, dass wir über alle Elemente drüber wollen, wenn wir einen Transform haben, das etwas entscheidet. Wir müssen jetzt genau das Gleiche machen. Wenn wir das Element gefunden haben, das wir droppen wollen, springen wir jetzt raus. Ansonsten geben wir es einfach weiter. Und dieses Class-Transform können wir jetzt einfach dem Class-File in die Transform-Methode geben und er führt es auf das Class-File aus, auf die Class-Elemente. Das ist schon sehr viel angenehmer, als sich durchhangeln zu müssen oder jedes Mal über alles drüber zu loopen. Genau, und eine Methode zu droppen ist so häufig, zumindest in Augen des OpenJDK, dass es eine Convenience-Methode dafür gibt. Weil letztendlich, was ist eine Methode droppen in dem Fall gewesen? Es muss ein Predicate erfüllt werden. Ich muss ein Element identifizieren und dieses Element muss ich droppen. Und genau das passiert jetzt hier. Ich habe einen Class-Transform, ich bekomme ein Class-Element und muss entscheiden, ob ich es droppen will oder nicht. Und hintenrum wird das Class-Transform mit allem drum und dran Predicate-Test und eben zurück zum Builder oder nicht generiert. Das macht es auch sehr viel angenehmer. Man kann genauso gut auch selbst Convenience-Methoden schreiben für Bytecode-Tasks, die man häufig hat. Was das aber wichtig macht, ist, dass man auf dem richtigen Level arbeitet. Weil wir haben zwar weniger Boilerplate jetzt schon gesehen, aber es war jetzt ein Class-Transform, das auf einem Class-Element arbeitet. Und wie vorhin es gesehen ist die API ist etwas größer. Deswegen haben wir verschiedene Transforms für verschiedene Elemente. Wir haben Method-Transform für Method-Elemente, wir haben Field-Transform für Field-Elemente, wir haben Code-Transform für Code-Elemente. Durch die Klassenhierarchie ist es manchmal etwas kompliziert zu schauen, was jetzt wo ist, weil zum Beispiel mit einem Method-Transform kann ich keine Method droppen, weil ein Method-Element die Elemente einer Method sind und nicht die Method selbst, die ist im Class-Element. Deswegen müssen wir Transformations wieder in die richtige Richtung liften, weil die Class-File-Transform-Methode nimmt ein Class-Transform entgegen. Kein Code-Transform, kein Method-Transform. Schauen wir uns ja ein weiteres Beispiel an. Wir möchten in einer Klasse alle Aufrufe an die Klasse Foo ersetzen durch Aufrufe an die Klasse Bar. Das ist ein Code-Transform, kein Class-Transform, weil wir eben auf Instruction-Ebene arbeiten wollen. Und wir gehen auch wieder genauso vor. Wir bekommen ein Code-Element rein. Wir nehmen Pattern-Matching und schauen, haben wir eine Invoke-Instruction. Wir verifizieren weiter, dass wir das haben, was wir wollen und fügen mit dem Code-Builder den Code hinzu, dass wir bar aufrufen wollen. Und wenn wir in dem Fall nicht die richtige Instruction identifiziert haben, geben wir es einfach weiter an den Builder. Wie können wir das jetzt aber zu einem Class-Transform machen? Wir haben unser Redirect-Foo-Bar-Code-Transform. Und wir fragen einen Method-Transform, hey, ich habe hier einen Code-Transform, bitte transformiere mir das zu einem Method-Transform. Unser Method-Transform müssen wir dann aber noch fragen wir das Class-Transform, hey, mach mir bitte einen Class-Transform drauf. Warum man den Schritt nicht ganz überspringen kann, also ich habe da keine Hilfsmethode gefunden, das kommt vielleicht noch, aber auf jeden Fall, man muss eben zurück zum Class-Transform. Und jetzt haben wir unser Class-Transform und können das genauso einfach wieder da an unseren Class-File-Transform-Aufruf geben. Schauen wir uns einen weiteren Code-Transform an. Wir möchten Methodenaufrufe loggen. Wir haben wieder einen Code-Transform, bekommen ein Code-Builder und ein Code-Element. Wir machen wieder Pattern-Matching auf eine Invoke-Instruction. Und dann sagen wir dem Code-Builder, hey, ruf bitte System out, printeln auf, es gibt ein Printstream zurück und so weiter. Das ist der Methodenaufruf für ein System-out-Println. Und gibt das Element weiter an den Code-Builder. Es ist eine sehr generische Code-Transform, die wir vielleicht für viele Sachen einsetzen können und wollen es vielleicht jetzt nicht direkt in einen anderen mit einbauen, nur weil wir zusätzlich das auch loggen wollen. Also, was können wir machen? Wir können Code-Transformers composen. Wir haben zwei Code-Transformen. Und wir sagen einfach redirect to foobar and then log method call. Es sind zwar keine Consumer, aber sie verhalten sich wie Consumer an der Stelle, weil sie eben and-when anbieten und noch ein, zwei andere Methoden für Positionierung von anderen Dingen außenrum. Und das macht es eben möglich, sehr kleine selektive Code-Transformationen zu schreiben und diese dann, wie man sie braucht, zu kombinieren oder eine große Library anzulegen, dass man eben sie ja immer parat hat, wenn man sie braucht. Wir müssen es immer noch liften, wieder zum Class-Transform.
Aber dann können wir unser Compostus Transformed einfach weiterreichen und haben plötzlich zwei Code-Transformationen durchgeführt, ohne das ganze Boilerplate mit Looping und so weiter runter bis zur Invoke-Instruction. Diese selektiven Code-Transformationen sind meiner Meinung nach super, weil sie auf der korrekten Ebene arbeiten. Zwar ist die Typenhierarchie manchmal etwas verwirrend, aber trotzdem erlaubt es, den ganzen Boilerplate außenrum wegzuwerfen und es letztendlich den Code-Builder machen zu lassen. Oder die Builder hinten dran sind dafür verantwortlich, korrekt und performant zu loopen und die richtigen Elemente zu suchen und nur die zu laden, die ich wirklich benutzen will. Wie gesagt, weniger Boilerplate, kein Looping, weniger Switching. Man kann sie composen, man kann sie wiederverwenden, wenn es pure Functions sind. Es gibt auch die Möglichkeit, Transformationen zu machen, die State haben. Die haben einen extra Aufruf, dass in dem Fall die Optimierung hinten dran Bescheid weiß, was sie tun muss. Aber das Tolle ist, wir können trotzdem uns durch den kompletten Code durchhangeln, wenn wir wollen. Niemand sagt, wir müssen Code-Transformationen einsetzen. Wenn man sich durchloopen möchte, mit viel, das geht auch. Also man hat beide Möglichkeiten. So, das sind eigentlich auch schon die Hauptfeatures der API, weswegen ich jetzt auch schon zu dem Punkt kommen möchte, hat die API das Ziel erreicht, das sie sich gesteckt hat? Fangen wir mal an, die Design Goals nochmal anzuschauen. Benutzerfreundlichkeit über Performance. Meiner Meinung nach klarer Gewinn, auf jeden Fall im Vergleich zu dem Code von ASM. Einfach zu lernen, ausdrucksstark, flexibel und sicher. Ja, sie ist, das Easy to Learn würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben wollen bei manchen Sachen, aber sie ist trotzdem, dadurch, dass sie gleichförmig auf allen Ebenen funktioniert, ist es trotzdem einfacher, sie zu verstehen. Und sie haben es halt geschafft, durch die konstanten API und durch die Parameter-Slots, wie die gehandelt werden, sie um einiges sicherer zu machen, als mit Strings um sich zu werfen in ASM. Die Performance, da komme ich als nächstes gleich drauf ein, aber meiner Meinung nach ist sie gut. Sonst würden sie es nicht machen. Ich glaube kaum, dass das JDK seinen eigenen Bytecode mit einer API generieren würde, die zu langsam ist. Das würde einfach gar keinen Sinn ergeben. Die werden sich da schon Gedanken gemacht haben. Haben wir eine solide und moderne Foundation? Ja, wir haben jede Menge Lambdas, wir haben Sealed Types, wir haben Pattern Matching, wir haben Records. Also viel moderner geht es, glaube ich, gerade nicht in Java. Und das Model-Driven Design, es ist kompliziert, aber sie haben ein wirklich sehr kreatives Model mit einer relativ einfachen API dahinter, die sich eben einfacher benutzen lässt dadurch, weil die Komplexität eben auf der anderen Seite ist. Aber sprechen wir nochmal über die API-Performance, was sie da getan haben, um ihr Ziel zu erreichen. Generell Immutability, super von einem funktionalen Ansatz her, aber generell eher ein Performance-Hindernis, weil viele Objekte erzeugt werden, Änderungen sind nur durch mit neuen Objekten erschlagbar. Java ist da nicht das, an manchen Stellen auch nicht das Optimierteste, um mit Immutable Data umzugehen. Aber was sie gemacht haben, sie haben einfach gesagt, wir machen eine Repräsentation nur, wenn man sie wirklich braucht. Das ist auch so dieser Vorteil von den Code-Transformations. Wenn Dinge nur wirklich transformiert werden, die gebraucht werden, und ich mich nicht erst durch alles ganz runterhangeln muss, kann die API viel genauer den Teil sich rauspicken aus dem Class-File. Du musst nicht das komplette Class-File laden, alles analysieren und durch alles durchlaufen, wie zum Beispiel ein Visitor-Pattern, aber eben nur das lazy machen, was es braucht. Das ist diese User-Driven Navigation. Das ist halt nicht von oben bis unten durch das Class-File, sondern man kann sehr spezifisch sich die Stellen raussuchen, die man braucht. Dadurch muss man zwar immer noch sehr viel parsen, es muss ja schon das Class-File verstanden werden, es muss aber auf jeden Fall weniger geparst werden. Als nächstes benutzen sie Bulk-Copying für viele Elemente. Wenn ein Element sich nicht ändert, wie der Constant Pool oder Stack Maps, werden die einfach hart rüber kopiert. ASM muss sie jedes Mal neu bauen. So funktioniert es da. Aber sie haben nicht gesagt, es hat sich nicht geändert, wir kopieren es hart rüber, Problem gelöst. Und vielleicht ist jemand aufgefallen vorhin, als wir auf den Namen der Methode zum Beispiel geschaut haben, dass da nicht direkt ein String war. Sie haben einen eigenen Typ, ein UTF-8-Entry. Das ist, soweit ich das verstehe, eher nur eine Referenz, wo der String wäre im Class-File, sodass kein String erzeugt werden muss, wenn man den String nicht haben will. Also spart man sich einen String. Da sind schon sehr interessante Optimierungen dahinter, um in dem Fall die Performance zu erreichen, die notwendig ist, um das auch in sowas wie dem JDK einzusetzen.
Aber schauen wir nochmal zu ASM, weil letztendlich, das war ja der Vergleich, mit dem ich angefangen habe, warum nehmen wir nicht ASM? ASM versucht auch, so gut es geht, zu verhindern, Dinge zu Objekten umzuwandeln. Aber trotzdem wird im Vergleich zur neuen API viel mehr geparst, um ein Verständnis vom Class-File zu bekommen. Wie eben auch schon erwähnt, Constant Pools und Stack Maps werden öfters neu gebaut im Vergleich zur neuen API. Es passiert einfach zu viel redundante Arbeit. Viele Objekte werden inflated, die man vielleicht gar nicht braucht. Manche Ops sind schneller in ASM als in der neuen API. Aber das JDK hat den Vorteil, es macht einfach weniger. Und dadurch erreicht es seine Performance. Manche Sachen sind langsamer. Aber im Großen und Ganzen ist die API Pay-as-you-go. Du benutzt was nicht, du bezahlst nicht dafür. Haben wir jetzt das Henne-Ei-Problem gelöst? Die API ist immer up-to-date. Wir müssen nicht mehr warten, bis ein Bytecode-Feature jetzt auch wirklich in Java ankommt. Also meiner Meinung nach, das ist auf jeden Fall gelöst. Das macht Java-Releases einfacher. Wir bekommen mehr Features. Super. Gleichzeitig macht das aber auch Updates für Libraries besser, wenn sie die neue API einsetzen. Das ist der kleine Caveat an der Stelle, weil das Problem ist ja, auch wenn das Feature jetzt mit, was kommt jetzt, 23, 24, sagen wir, es kommt in Java 25 raus, wird es trotzdem noch wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis es bei den Entwicklern ganz hinten in der Kette ankommt, wenn überhaupt, wenn wir nicht vorher irgendwo anders hängen bleiben aus Gründen. Jetzt lass uns noch mal kurz meine Gedanken über die API da zusammenfassen. Das Fehlen einer Standard-API in JDK ist schon ein gewisses Problem. Ich habe mich auch gewundert, dass das JDK drei verschiedene Class, mindestens drei, hat Brian Götz gesagt, er hat nicht gesagt, wie viele, Class-File-APIs einsetzt, statt es einfach selber zu machen. Deswegen ist es eigentlich gut, dass es eine integrierte Go-To-Solution gibt, die aktuell ist, die sie selbst benutzen, also auch ein Interesse daran haben, sie aktuell zu halten, dass sie für alle verfügbar ist. Aber sie sagen auch gleichzeitig, das ist jetzt nicht unsere neue API, mit der wir alle anderen ersetzen wollen. Benutzt jetzt alle die neue Class-File-API ASM? Nee, benutzt das nicht mehr. Weil das Ökosystem gibt es ja auch für einen Grund. Wie ich gesagt habe, viele der APIs lösen spezifische Probleme. Weil nur weil es jetzt eine generische, vielleicht benutzerfreundliche API gibt, heißt das nicht, dass die für jedes Problem die beste Lösung ist. Aber trotzdem, sie hat ein sehr frisches neues Design, benutzt die neuesten Feature. Also ich finde sie extrem interessant. Von der Benutzerfreundlichkeit kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und bei der Performance, da müssen wir jetzt halt noch schauen. Das werden wir ja sehen, wenn es wirklich mal jemand einsetzt im großen Stil. Meiner Meinung nach wird diese API einen enormen Impact haben auf das Ökosystem, aber keiner von uns wird ihn wirklich erstmal mitbekommen. Weil Java, wie gesagt, immer das Long Game spielt. Wir werden in ein paar Jahren sehen, wenn die ersten großen Libraries dann vielleicht das benutzen, ob das dann auch für sie das Henne-Ei-Problem löst. Aber selbst wenn es nur das Henne-Ei-Problem für das OpenJDK selbst löst und wir dadurch ein Bytecode-Feature, wenn es fertig ist, direkt bekommen in Java, statt 6 Monate später, finde ich, ist das schon ein Riesengewinn. Dankeschön. So, ich sehe, da ist die erste Frage schon. Ich komme mit dem Mikrofon. Danke für den Vortrag. Ist das jetzt eher ein Tool, wo du jetzt sagen würdest, es ist für Build-Tools und statische Code-Transformation Build bauen oder auch dynamisch in einem Prozess, zum Beispiel als Java-Agent oder in einem Custom-Class-Loader, der on-the-fly Sachen transformiert, im laufenden Prozess? Also meiner Meinung nach kann man es überall einsetzen, wo auch jetzt ASM verwendet wird. Also ich würde sagen, ja, also es ist eher wirklich breit aufgestellt und kann alle Bereiche abdecken. Wobei, wie gesagt, muss man halt immer schauen, was genau das Ziel ist. Und viele Libraries werden es auch schwer haben, erstmal einzusetzen, weil, wie gesagt, Tablespheres zum Beispiel hat eine eigene Library auf ASM aufgesetzt und wir hängen noch auf Java 11 fest, andere Geschichte. Bis da eine so komplette Library, die auf einer anderen Library, die mit das Visitor-Pattern benutzt, das umgesetzt ist, wird das schwierig. Aber ich bin mir sicher, dass viele die kleinere Bytecode-Veränderungen in ihren Prozessen und zur Compile-Zeit, zur Runtime und so weiter benutzen, dass die auf jeden Fall von der API profitieren können. Dass es nicht nur in dem Fall für Compile oder in der JVM-Runtime-Kram wirklich sinnvoll ist.
Du hast mehrfach erwähnt, dass es JDK das selber nutzt, also diese drei Tools. Kennst du zufällig ein paar Stellen, wo für was das eingesetzt wird? Also weil ich denke da immer an so dreckige Sachen. Ich hoffe und glaube immer dran, dass solche Klassen, die ich vor mir habe, dass sie auch zur Laufzeit des Sinn, aber und frage mich gerade, wo passiert denn da Black Magic vielleicht? Zum Beispiel Lambdas. Lambdas werden die Lambda Meta Builder Factory. Lambdas werden je nachdem zur Laufzeit werden da Dinge compiled. Was war es denn noch? Also Lambdas sind auf jeden Fall ein Feature. Ich glaube, jetzt fällt mir gerade aus dem Stegreif eine Lambda ein. Ich weiß, dass Groovy es zum Beispiel auch einsetzt für dynamische Features. Alles, was zur Laufzeit dynamisch passieren muss, im Endeffekt. Und das ist bei Java halt hauptsächlich Lambdas. Okay, spannend. Danke. Nächste Frage. Keine Fragen mehr. Dann sage ich von unserer Seite auch nochmal vielen, vielen Dank. Und ich habe zu danken. Ja? Ich habe zu danken, da zu sein. Ich weiß noch nicht, ob sie da ist, aber Pizza müsste auch dann da sein. Ist noch nicht da. Kommt auch gleich. Ich denke, ihr könnt ihn auch gerne nochmal bei der Pizza oder beim Bier oder alternativen Kaltgetränk auch nochmal mit vielen Fragen löchern. Vielen Dank. Das ist dein Applaus. Also unter der URL gibt es leider auch noch nicht so viele Infos, weil ich die Seite erst heute gemacht habe. Ich will da noch ein paar Ressourcen zu den Jabs hinzufügen und auch den vielleicht der Vortrag ist aber auch online einsehbar und man kann auch die Presenter Notes einsehen, wenn man will, oder man kann sich auch bei mir melden, wenn man mehr dazu wissen will.